Auf einem Teil des Ahauser Schlossgrabens liegt ein dünner Film, vermutlich aus Öl, Benzin oder Diesel. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung setzte die Ahauser Feuerwehr eine Ölsperre mit Ölschlängeln, die den Kraftstoff binden. Woher die Umweltverschmutzung stammt, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Auch der Kreis als untere Wasserbehörde ist eingebunden.